sehr. Hey, du Verrückte, wir verspäten uns nicht. Heute ist der erste Schultag, ich möchte zeitig da sein. Wir sind früh genug da, versprochen. Ich habe in diesem Jahr andere Fächer und die Wege sind nicht dieselben. Ich weiß noch nicht, was die schnellsten Verbindungen sind. Und mein Schrank ist inzwischen woanders. Ich weiß nicht, ob ich ihn aufbekomme. Und wenn nicht, dann dauert es ewig, bis ich einen neuen kriege. Und dann wird der ganze Tag erst recht chaotisch. Ich bin nur aufgeregt. Wer hat das geschrieben? Martin Luther. Sehr gut, Miss Gilmore. Und wann hat er sich mit dieser Schrift an den christlichen Adel gewandt? 1520. Sehr gut, Miss Gilmore. Also dann, bis zur nächsten Stunde. Hallo! 5 Minuten Tratschpause, während ich mich umziehe. Hallo, ich bin hier. Wow, du bist 2 Minuten vor mir da und schon steckst du die Nase in die Bücher. Ich schaff's von null auf Lernen in weniger als 60 Sekunden. Lass mich, Mom, ich muss lernen. Moment! Und nun die Top-Nachricht des Tages. Fett absaugen ist tödlich. Bleiben Sie dick. Mir ist langweilig. Das muss doch gefeiert werden, ha? Nur wir Frauen. Ich kann nicht. Ich muss noch lernen. Ich werde noch ein bisschen lernen, bis das Essen kommt. Was? Morgen ist doch Samstag. Ich weiß. Allerdings wäre ich mit meinen Wochenendaufgaben gern bis Samstagabend fertig. Dann habe ich für Fleißarbeiten am Sonntag Zeit. Und? Was machst du heute noch alles? Naja, Hausaufgaben und dann Hausaufgaben und wenn ich rechtzeitig fertig werde, Hausaufgaben. Miss Gilmore, nehmen Sie das mit. Lernen Sie aus Ihren Fehlern. Die großen roten Kringel in Ihrem Aufsatz sollten Sie als freundliche Erinnerung betrachten, dass Irren menschlich ist. Und hier in Chilton sind wir bemüht, Ihnen diesen menschlichen Zug auszutreiben. Okay, nächstes Thema. Der Test. Dieser gefürchtete Test. Schatz, weg mit den Büchern. Du lernst schon den ganzen Tag. Das muss ich auch. Ich habe bald Abschlussprüfung. Ja, sicher, das weiß ich. Aber auf dem Teller dort wartet ein Stück Kuchen, das du bisher völlig ignoriert hast. Ich lese bloß noch schnell dieses Kapitel. Von mir aus. Ich habe festgestellt, dass ich garantiert nie mit der Arbeit fertig werde, wenn es weitergeht wie jetzt. Welche Arbeit? Welche Arbeit? Welche Arbeit? Fragt sie. Das schaffe ich alles nicht, wenn ich nebenbei noch schlafe. Schatz, du brauchst deinen Schönheitsschlaf. Das ist wichtig. Ist doch egal, ob ich hübsch bin, wenn ich am Ende durchfalle. Ach. Ich werde mal nachsehen, ob die Zeitung gekommen ist. Okay, aber wie, du zeigst sie mir. Ich habe bis Juni keine Zeit, was außer der Reihe zu lesen. Katharina die Große, 1729 bis 96. Zarin von Russland, 1762 bis 96. Okay, stillhalten bitte. Ihr früherer Name Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst. Aber von allen bloß Kätzchen genannt. Sie heiratete Großherzog Peter von Holstein 1745. Okay, Rory, halt doch still. Aber die Ehe ist unglücklich gewesen. Kein Wunder bei so vielen Namen und Titeln. Au! Jetzt möchte ich mich im Selbstmitleid suhlen. Ja. Nein, ich brauche meine anderen Bücher. Ganz sicher nicht alle. Doch, natürlich. Edna St. Vincent Millay? Das ist mein Busbuch. Aha, und der Faulkner? Mein anderes Busbuch. Dann lass ein Busbuch hier. Nein, die Millay ist eine Biografie. Und manchmal, wenn ich im Bus sitze und eine Biografie raushole, dann sage ich mir, nein, eigentlich will ich jetzt gar nichts über das Leben eines Menschen lesen, dann greife ich zu einem Roman. Und wenn ich keinen Roman lesen will, nehme ich die Biografie. Hm. Und? Zu Plantation? Moment, ich habe das Kapitel gleich durch. Okay, dann fang mal an zu schwärmen. Du nimmst ein Buch mit zum Tanzen? Ja. Dachtest du etwa, du hast dort Zeit zu lesen? Nein. Ich gehe nie ohne Buch aus dem Haus. Eine alte Gewohnheit. Ich bin eine Versagerin. Was? Und ich bin so blöd. Hör auf damit. Ich bin unwissend und ungebildet. Und ich weiß nicht mal ein zweites Synonym für ungebildet. Ich kann's Süße. Nicht. Süße. 13 Millionen Bände gibt's hier. Ich habe vielleicht 300 Bücher in meinem Leben gelesen und ich bin schon 16. Wie lange würde ich dann für 13 Millionen Bücher Aber brauchen? Aber Schatz, du musst nicht jedes Buch gelesen haben. Dienstags bei Maury kannst du dir sparen. Mäusestrategie für Manager kennst du schon. Gut, aber jeder, der nach Harvard geht, liest doch zwangsläufig Bücher zu verschiedenen Themen. Und ich möchte einfach mit allen intelligente Gespräche führen können. Und das geht nur, wenn ich Bücher lese. Wenigstens eins aus jedem Genre und Subgenre. Okay, komm. Demnächst auch in Ihrem Kino. Das Kind, das zu viel liest. Schokolade?
Da drüben im Messbecher. Cremesuppe ist immer wieder eine sahnige Sünde wert. Wow, du kannst ja essen. Allerdings. Ich dachte, du magst vielleicht einen Kaffee, du trinkst doch. Gern welchen. Danke. Entschuldigung, würdest du uns bitte Kaffee bringen? Und einen Muffin? Warm, bitte. Willst du irgendwas trinken? Ja, ein kühles Henry James. Oder auch Kaffee? Ich nehme Kaffee. Ich besorge uns einen Kaffee in Harvard. Du siehst müde aus. Ich schlafe im Moment nicht besonders gut. Wie kommt's? Ich habe einfach viel um die Ohren. Kann ich dir irgendwie helfen? Bestell doch noch einen Kaffee. Schon fange ich an zu winken. Süß. Lasst uns über was anderes reden als meine Essgewohnheiten. Und was verlangt sie jetzt von dir? Ich soll mich öffnen. Wieso? Was soll das bedeuten? Das heißt wohl, ich soll auf fremde Schüler zugehen und sagen, hey, was dagegen, wenn ich mich aufdränge, obwohl ich viel lieber was anderes machen würde? Daraus. Aber ich verstehe nicht ganz. Reicht es denn nicht, dass ich gute Noten habe? Das kriege ich nie im Leben geregelt. In der Schule bin ich gut. Aber mit Jungs ausgehen, vergiss es. Da bin ich nur Obernull. Er sitzt da und sieht sich den Film an. Er sieht umwerfend aus und er duftet so gut. Du stehst wirklich auf ihn, habe ich recht? Ja. Geh mal. Jetzt bin ich aber wirklich richtig sauer. Oh. Kaffee. Schlimmer Tag. Ich habe heute das Wort ätzend so oft gesagt, dass es keine Bedeutung mehr hat. Und sie liest schon wieder eine Liebesgeschichte. Auf Wiedersehen. Hast du die Botschaft verstanden? Weißt du, ich... Ich sagte auf Wiedersehen. Nimm's jetzt nicht persönlich. Aber raus hier.